SKT gegen Fnatic. Fnatic muss hier jetzt gewinnen, wenn sie noch weiter spielen wollen. Wenigstens ist Cloud9 auch rausgeflogen. Von daher kann man an der Stelle. Und haben eben auch kein Spiel mehr gewonnen. Von daher sind beide, Europa und Amerika, bis ins Halbfinale gekommen. Jetzt stell dir mal vor, Fnatic würde das jetzt gewinnen. Dann wären sie weitergekommen als die amerikanische Szene, obwohl sie ja den direkten Vergleich verloren haben. Durchaus, aber ich glaube, sie haben auch da sogar eine schwerere Aufgabe, denn die Platzierung heißt natürlich Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter. Cloud9 ist Zweiter geworden, haben sozusagen dann nur gegen den Drittplatzierten gespielt. Wie gesagt, OMG weiß man jetzt nicht, ob die das Spiel so vollgenommen haben. Aber SKT ist halt mit 4-0 durchgegangen, da hat Fnatic natürlich noch eine schwere Aufgabe. Und auch im Interview hieß es natürlich, Fnatic haben eine Chance, wenn sich was total Verrücktes, Abgedrehtes ausdenken. Ganz genau, von daher, Fnatic muss hier jetzt wirklich mit ausgefallenen Strategien arbeiten. Vielleicht ebenfalls eine Wunderwaffe wie das, was OMG irgendwo noch auf Kasten hat. Und wir sind jetzt in den Picks und Bans drin und ich bin sehr gespannt. Jax ist jetzt auf jeden Fall schon mal rausgeschickt worden. Der ist halt sehr, sehr riskanter Gegner. Wenn man Jax irgendwie nicht schafft, am Anfang wirklich klein zu halten, den am Anfang schon rauszunehmen aus dem Spiel, wird er ganz, ganz schnell zum Monster, das 1 gegen 1, 1 gegen 2 und im besten Fall 1 gegen 3 alleine split pushen kann. Und boah. Sofort der Twitch für Piglet natürlich. Die anderen Bans waren noch Evelyn, Twisted Fate, Kassadin, das überrascht keinen. Leona ebenfalls rausgenommen. Aber hier die Picks extrem schnell. Und Lulu und Kha'Zix für Fnatic. Sein hat also zum dritten von... Warte mal. Nein, Quatsch. Nicht zum dritten Mal. Das mal passt wieder. Gar nicht. Also sagen wir einfach mal wieder, ja. Er hat sehr, sehr oft Kha'Zix gespielt. Mit durchwachsenem Erfolg. Lulu natürlich sehr stark, auch vor allen Dingen, wie gesagt, solange sie immer so einen Champion haben kann, der reinspringt, der im Mitten der Gegner ist, auf den sie das Wildwuchs machen kann, bietet sich das immer super an. Und vor allen Dingen, weil Lulu auch sehr gut gegen Kha'Zix selbst wäre. Das heißt, das nehmen sie natürlich auch nochmal raus damit. Ganz genau, dort dieses Potenzial nicht mehr vorhanden. Natürlich hat Bengi immer noch seinen Kick übrig. Das heißt, wenn Cyanide ihm zu nahe kommt, kann er ihn einfach nochmal wegtreten und Cyanide braucht dann praktisch noch einen zweiten Sprung, um wieder dran zu kommen. Faker hat hier jetzt die Shyvana für Impact ausgewählt. Er wird sich auf dem Champion super gut zu Hause fühlen. Den spielt er eh die ganze Zeit, von daher ist das an der Stelle nichts Neues. Und Bengi wieder auf Lee Sin. Er ist damit super stark. Wir haben es gesehen, er war immer wieder an den richtigen Stellen hinter dem Gegnerteam und immer wieder die Kicks perfekt gemacht, um dann Kills einzusammeln. Und damit hat SKT sich immer wieder alle Objectives gesichert. Ich glaube, jetzt gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit gegen Bengi momentan. Wer es noch nicht kennt, es gibt einen netten Post, von wem war das? Ich glaube von Monte Cristo, oder? Mit dem Schildern No Diving. Also Bengi, eigentlich ist kein Tower vor ihm sicher. Er geht von hinten ran, kickt Leute aus dem Turm raus. Da müssen sie wirklich aufpassen, dass sie sich da nicht von ihm überraschen lassen. Und eine Jinx wäre natürlich auch interessant. Wäre möglich, ist aber extrem riskant. Der Thresh ist noch nicht da, die Morgana wäre noch offen. Das heißt, Fnatic hat da an der Stelle einige Optionen. Sieht so aus, als ob es wirklich die Morgana wird. Aber ich habe... Ja, danke. Also Lucian bin ich viel glücklicher mit als mit der Jinx, denn das ist einfach um einiges sicherer. Und das ist eine Botlane, die hat damals Cloud9 eingeführt in Season 3. Ashe Syrah hat sehr viel Vision im Jungle, muss deshalb nicht so viele Wards am Anfang kaufen. Hat gleichzeitig sehr, sehr viele Möglichkeiten, auch die Lane zu dominieren. Sie haben viel Poke, sie haben viel Slow und können einfach an den Gegnern auch dran kleben bleiben. Es wäre etwas schwächer gegen die Morgana. Und vor allem, wenn Twitch schon eingeloggt ist. Ganz genau. Also von daher wäre das merkwürdig gewesen. Es hätte ein Twitch-Jungle sein können und irgendwie Lee Sin in die Midlane. Stattdessen spielt Faker hier den Yasuo. Yasuo und Shyvana ist eine meiner absoluten Lieblingskombos, die es überhaupt im ganzen Spiel gibt. Denn es braucht nur einen einzigen guten Teamfight, wo Shyvana mit ihrem Ultimate reingeht und Yasuo oben drüber legt. Die beiden alleine, zu zweit, können praktisch gegen 4-5 Gegner den ganzen Teamkampf gewinnen. Ich habe es mehrfach gesehen, gerade bei den Challenger-Leuten. SK Prime hat das sehr gerne gespielt mit dieser Kombination und damit mehrfach eben auch dort Spiele gewonnen. Dazu kommt noch der Kick von Lee Sin und das Hochwerfen der Stranglethorns von Syrah. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten für Faker, da reinzugehen. Und er wird natürlich gegen die Kayle spielen. Lulu also wahrscheinlich mit Source in die Toplane. Das Gute ist wenigstens, XP geht nur sein Q wird von der Windwall gelockt. Ja, sie haben natürlich aber auch die Möglichkeit, mit Lulu und Kayle wirklich unglaublich viel Schaden abzufangen. Wildwuchs und die Intervention noch zusammen ist eine richtig, richtig starke Kombo, um Schaden rauszunehmen. Die Sache ist natürlich, wenn Yasuo mit Shyvana eine gute Kombo trifft, sind alle in der Luft.
Das heißt natürlich, es kann keiner dann irgendwie sich wirklich dagegen wehren, weil einfach alle in der Luft sind und dementsprechend vor allen Dingen so Champions wie Kayle oder Lulu haben nicht viel Leben. Wenn Yasuo also erstmal ein, zwei Items hat, kann er die in der Luft schon gleich zerschnetzeln mit Shyvana. Ganz genau. Insofern wird das wahrscheinlich das sein, worauf SKT aus ist. Und SKT hat eine sehr gute doppelte Composition. Sie können wunderbare Teamfights machen. Sie haben alle Möglichkeiten der Welt auch einen Split-Push zu machen mit einer Shyvana. Gerade gegen Soas auf der Lulu ist, glaube ich, die Shyvana dort sehr, sehr stark. Und sie können immer noch Picks kriegen. Das so als drittes. Yasuo, wenn er seinen Wirbelwind trifft, macht damit schon viel Schaden. Zyra sowieso, wenn sie ihre Grasping Roots trifft. Dann die Stranglethorns oben drauf. Wenn Yasuo irgendwo in der Nähe ist, wird auch das jemanden töten. Das heißt, SKT hat wirklich so eine Komposition jetzt ausgewählt, eine Selection an Champions, mit denen sie alles machen können. Und egal, was Fnatic sich wirklich als Gameplan überlegt hat, SKT wird eine Antwort darauf finden können. Und das finde ich sehr, sehr gut von ihnen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass dieses Spiel von SKT von den Picks her schon fast gewonnen ist. Dann sagen wir doch mal gleich, gehen wir einen Schritt weiter. Wer glaubst du gewinnt das Spiel und wer glaubst du gewinnt das Ganze? Also nicht das Ganze, aber das Halbfinale. Ich bin hier. Bei SKT. Ich glaube, SKT gewinnt. Wie? 2-0. Wir sind jetzt im Spiel und ich glaube, es ist 2-0. Wer mir widerspricht, ich war schon einmal falsch heute. Aber wer mir widersprechen will, darf natürlich wieder bei Twitter seine Antwort geben. Ich lese mir das dann nachher auch durch und antworte vielleicht sogar. @ESGN_TV. Da könnt ihr mir dann hinterlassen und mich möglicherweise nochmal dann auslachen, wenn ich wieder falsch liege. Jetzt erstmal können wir sehen, wer denn eigentlich falsch liegt. Ja, ich glaube allerdings, dass du schon auf jeden Fall mit der Einschätzung recht behältst, dass SKT gewinnen wird. Ich muss mich da auch anschließen, ich denke sogar auch 2-0. Bin da langweilig und muss dir leider zustimmen. Gucken wir mal, Fnatic ist natürlich ein Team, was gerne auch mal Leute eines Falschen belehrt oder eines Besseren belehrt. Und zumindest mit Soas, Lulu, das ist wahrscheinlich kein Gegner, den Impact alle Tage zu sehen bekommt. Richtig, also ich glaube, Fnatic ist eins der wirklich wenigen Teams, die auch immer wieder die Lulu in der Toplane spielen. Sieht auch so aus, als ob sie am Ende noch den Lane-Swap machen würden. Sie haben Morgana und Lucian da oben. SKT scheint ihre Botlane zumindest mit nach unten zu nehmen. Twitch und Zyra machen sich da auf den Weg. Cyanide sitzt schon dort, während Lulu noch oben mit seiner Botlane sozusagen zusammen da rumsitzt und womöglich noch für einen späten Invade in den Jungle reingeht. Impact, schaut mal, wen er da eigentlich zu erwarten hat, versucht Lulu zu treffen, schafft es nicht ganz, jetzt Yellows da. Wenn die dunkle Bindung treffen würde, könnte das hier der Engage von Reckless und Soas sein. Aber was gut ist, dadurch, dass sie Soas gesehen haben, denken sie natürlich, okay, Soas ist wahrscheinlich oben, ganz normal Lanes, passiert nichts. Dass da im Busch natürlich noch zwei andere standen, haben sie nicht mitbekommen. Und die können jetzt hier reingehen, probieren das auch und wollen natürlich sofort Druck machen und vielleicht sogar irgendwie noch einen Kill holen oder den Buff ziehen. Kriegen jetzt die Impact schon mal raus, machen auch viel Schaden auf Bengi. Bengi muss hier rausflashen, kriegt so viel Schaden. Und Impact jetzt auch im Bedrängnis, ist hier nochmal mit der Glitterlanze getroffen worden. Yellowstar kann ja nicht nochmal ankommen. Oh, Impact kommt gerade so raus, sie ignorieren ihn, wollen jetzt hier nichts nutzen, haben zwei Summoners gekriegt und den Blue Buff. Was für ein guter Start von Fnatic. Ja, das Hauptproblem war vor allem, sobald Lee Sin rausgeflasht war, konnte er natürlich nicht mehr mit dem Smite arbeiten. Gleichzeitig hat Cyanide seinen eigenen Blue Buff geholt. Da hat Kumandu versucht, so viel Druck zu machen wie möglich, hat es nicht ganz geschafft. Also von Fnatic ein sehr, sehr starker Start. Sie haben leider Shyvanas Flash nicht mehr bekommen. Das wäre ganz klasse gewesen, denn dadurch wäre sie gerade im frühen Spiel noch viel verwundbarer gewesen. Ja, das aber trotz allem wirklich gut und genau das muss Fnatic machen. SKT gar keine Luft zum Atmen lassen, gleich unter Druck setzen und SKT hat Druck. Sie sind mit dem, wir haben es gehört, sie sind mit dem Ziel herkommen, sie wollen gewinnen. Sie halten sich für das Team, das hier eigentlich gewinnen muss. Und wenn sie gleich im ersten Spiel von Fnatic eine Ansage bekommen, ihr spielt jetzt mit dem richtigen Team, ihr habt euch das ausgesucht, was ihr wollt und ihr kriegt von uns richtig eine rein. Dann ist die Frage, ob sich SKT nochmal aufrappeln kann fürs zweite Spiel oder ob sie hinterherhängen hinter dem ersten Spiel und sagen, oh Gott, wieso haben wir verloren? Wir haben davor gewonnen mit einer schlechteren Komposition. Jetzt spielen wir richtig. Warum verlieren wir? Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die Fnatic richtig gut nutzen könnte. Mal sehen, ob sie es schaffen. Lulu natürlich schon das erste Mal nach Hause gegangen, nachdem er Impact längere Zeit daran gehindert hat, sich dort den Blue Buff noch zu clearen, damit er schneller wieder am Leben ist. Faker gegen Expecke hier in der Midlane, die ersten paar Kämpfe. Das Schild für Faker war zwar da, aber wie gesagt, nur das Crew würde abgeblockt werden. Das Schöpfen ist auf Faker drauf und viele Minions da. Das heißt, er zieht sich erstmal zurück. Ja. Expecke sah so ein bisschen unentschlossen aus. Faker ist ja eigentlich rausgegangen. Das Erschöpfen hat da nicht mehr viel Sinn gemacht, es sei denn, er wollte reingehen, hat sich aber dann doch anders entschieden. Dementsprechend jetzt natürlich der Vorteil, dass Faker noch sein Ignite hat, während
Becker halt nicht mehr viel hat. Und bis Level 6, das wird auch mal wichtig, wer vorher das Level 6 kriegt. Weil wenn Yasuo es vorher kriegt, kann er ganz schnell raufgehen und probieren, X-Becker rauszunehmen, ohne dass der was dagegen tun kann. Und dementsprechend wird das halt auch nochmal wichtig. Es sieht sogar so aus, als ob Fnatic den ersten Turm des Spiels für sich holen könnte. Dabei waren sie eigentlich langsamer. Faker will jetzt wieder auf Soares reingehen, auf X-Becker reingehen, Soares ist aber da. Ja, und Faker kriegt hier viel Schaden, aber immer wieder über die ganzen Minions rausgegangen. Ein bisschen, und jetzt reicht es mit dem Flash gerade noch so. Man muss natürlich immer mit Nulu aufpassen. Sobald man in der Nähe von irgendeinem verbündet, also irgendein gegnerischen Minion oder Champion ist, kann Nulu darauf nochmal Schild machen, um da aus die Ritter dann zu schießen. Dementsprechend musste Faker hier flashen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Die Minions ja inzwischen nicht mehr, das haben sie rausgenommen mit 4.6. Das heißt, das geht nicht mehr, es geht nur noch mit den gegnerischen Champions oder den eigenen. Von daher muss man dort ein wenig anders denken als Lulu, aber natürlich, Soares benutzt es sehr, sehr gut, dass er im Endeffekt keine Lane hat zum Farmen. Er ist schon Level 2 gewesen, während Impact immer noch Level 1 rumsitzt. Jetzt endlich in der Midlane gewesen, dort das Level 2 holen konnte. Die beiden haben gleich viel CS. Aber Lulu hat der Midlane praktisch schon zum Sieg verholfen. Dadurch hat X-Becker einen Riesenvorteil gehabt. Ja, er liegt ein CS hinten, aber er konnte auch nach Hause gehen. Ist praktisch gleich auf jetzt erstmal. Und der Ignite war ebenfalls benutzt. Das heißt, dort dieser Nachteil bis auf Weiteres erstmal wieder ausgeglichen. Und natürlich hatte auch der Toplane schon geholfen. Jetzt gerade, jedes Team hat im Endeffekt den einen Turm bekommen. Kumandu und Picklet wollen hier den Kill haben. So ist es ganz alleine. Ja, und ganz verschiedenes Verhalten. Man sieht schon oben. Reckless hält sie Minions da, während Soares jetzt reinläuft. Oh, so viel Schaden. Soares im Bedrängnis muss hier rauswischen. Die Gleite ist auf, das ist das First Blood. Keine Chance mehr. Und der ist in die Falle reingelaufen. Und SKT hat aber auch geduldig gewartet. Ich weiß gar nicht genau, was er da machen wollte. Wahrscheinlich einfach nur sich so positionieren, dass seine Glitterlanze dann wirklich durch die gesamte Minion Wave durchgeht, um alle gleichzeitig abzuräumen, so viel Schaden, so effizient wie möglich zu farmen. Faker muss hier allerdings aufpassen. Kale hat noch einen Flash. Das heißt, X-Packet, das nächste Mal, wenn er sein Q hat, könnte hier einfach ganz schnell vorwärts flashen und dann mit dem E hier den Kill abholen. Faker muss nach Hause gehen. Und X-Packet hat sich jetzt hier auch dafür entschieden, lieber die Lane-Dominanz zu nehmen, als zu riskieren, dass er den Flash nutzt und Faker irgendwie rauskommt oder Bengi da ist. Der war ja schon in der Nähe und dementsprechend nimmt er einfach das hin, dass Faker mit ganz, ganz wenig Leben da bleibt und der im Prinzip momentan ihn dominieren kann. Jetzt kommt aber Piglet dazu, Bengi kommt von oben. Jetzt kommt auch noch Kumandu. Vier Leute Richtung Mitte. Von unten kommt natürlich auch Hilfe. Bengi ist jetzt erstmal schon da. X-Packet ist jetzt hier geslowt. Bengi geht hier rein. X-Packet jetzt schon viel Schaden. Aber natürlich auch Piglet hier gekämpft. Jetzt machen sie viel Schaden. Seiner geht auf Piglet. Piglet ist jetzt durch die Windwall raus und ist erschöpfend wieder gezogen, ohne wirklich was zu machen. Und X-Packet hat gerade noch so mit der Hilfe und seinen eigenen geschafft, das zu überleben. Ganz, ganz knapp, dass Kale das noch überstanden hat. Ich habe eigentlich nicht mehr dran geglaubt. Aber am Ende, X-Packet darf das Ganze noch überstehen. Es war vom Gank-Timing von SKT her eigentlich perfekt. Packet war gerade kurz vor dem Level 6. Jetzt hat er es, nur mit den Minions, die am Turm waren. Das heißt, wäre das Ganze 10 Sekunden später passiert, wäre er Level 6 gewesen, dann wäre es ihm völlig egal gewesen. Reckless kommt hier oben mit seinem Heal noch raus. Gut gemacht an der Stelle. Er war nah genug an seinem eigenen Turm, da nicht zu viel zu verlieren. Aber Soares gegen Piglet und auf der anderen Seite Impact gegen Reckless. Beide AD Carries haben genau gleich viel Farm, aber Piglet war schon einmal zu Hause. Ja, und das heißt natürlich auch, dass er als Twitch halt immer den Vorteil hat mit seinem Entermesser. Sobald er das hat, kann er natürlich unsichtbar sich niemanden hinstellen, sein Gift werfen, erstmal ein bisschen Schaden machen, wenn der andere wegrennen will, nochmal das Entermesser hinterherwerfen, um dann nochmal den Slow raufzukriegen und damit einfach so stark in den Duellen sein, dass es halt sehr, sehr eklig ist. Cyanide jetzt hier mit X-Packer am Blue Buff, aber Bengi will das auf jeden Fall kriegen und Cyanide muss ihn jetzt hier smiten. Bengi dadurch allerdings X-Packer den Blue Buff verwehrt und von daher hat sie es schon gelohnt. Ich glaube auch, da ist SKT völlig glücklich mit. Hauptsache X-Packer hat den nicht. Jetzt Yellowstar alleine gegen Impact kann er nicht besonders viel machen. Wenigstens ist Impact das Level 4. Wäre er Level 6 gewesen, wäre das wahrscheinlich der Engage gewesen. Jetzt kommt der Teleport. Soares will hier mitmachen und zusammen mit Morgana könnten sie das auch einfangen. Die Glitterlanze trifft. Wo ist das, die dunkle Bindung? Sie ist viel zu weit weg. Immerhin den Flash von Soares bekommen. Von Impact. Oh, jetzt trifft sie sogar nochmal. Aber die Sache ist natürlich, keine Chance ranzugehen, wenn X-Packer jetzt hier weit, weit weg von seinem Turm sein muss. Da Pumandu, Piglet und auch noch Bengi da sind. X-Packer kommt hier gerade so raus, muss jetzt aber die Intervention ziehen. Einfach weil zu viel Schaden noch vor allen Dingen mit der Auslösung vom E von Twitch gekommen wäre, wenn er nicht die Intervention gezogen hätte. Und das ist ein Fehler, den ganz, ganz viele Spieler immer wieder machen. Sie bleiben am Turm sitzen und sagen, hey, ich will aber die Experience und den Farm nicht verlieren. Aber im Endeffekt, dadurch, dass sie so niedrig sind in Leben und Mana, verlieren sie nachher noch viel mehr. Wenn dann nämlich wirklich der große Push kommt vom Gegnerteam, dann wird man nämlich entweder getötet und dann ist man sowieso zu Hause und hat noch mehr Gold aufgegeben, oder man wird halt früher oder später einfach weggesaut. Und das ist genau das, was mit X-Packe passiert ist. Er wollte nicht nach Hause gehen, weil er das Gefühl hatte, damit verliert er zu viel, ist da geblieben, ist Culling fast immer noch Kumandu abgeholt, der musste wegflashen. Gut gemacht von Fnatic, den Turm noch einmal zu verteidigen, aber insgesamt wird Kartendruck die ganze Zeit wieder auf der Seite von SKT.
Ja, und das war nach einem schönen Start jetzt wirklich die Erholung für SKT, da die jetzt sogar wieder mit 500 Gold vorne sind. Twitch, 20 Farm vorne, Toplane, okay, 20 Farm hinten, aber Shyvana macht schon ihren Job. Probiert da einfach immer zu helfen. Bengi und vor allen Dingen der Mr. Faker wird als hier. Angang, aber er kommt raus. Also Faker wird nicht eingegangen. Ich wollte gerade was Faker sagen. Jetzt geht's hier in der Mitte rauf auf. Oh, X-Backe mit ganz wenig Leben. Kommt er wieder raus. Yellowstar allerdings diesmal im Bedrängnis. Schafft es hier gerade noch Piglet mit der dunklen Bindung zu kriegen. Und X-Backe hat hier schon zweimal mit sehr, sehr wenig Leben überlegt. Jetzt gehen sie weiter auf Source. Impact ist auf dem Weg. Ist noch nicht Level 6. Kann noch nicht viel machen. Und dementsprechend fehlt ihm einfach die Chance reinzugehen. Hätte Impact da schon seine Ultimate gehabt, wäre er mit Yasuo da bestimmt drauf gegangen und hätte garantiert mindestens einen Kill noch geholt. Es ist einfach so eine vernichtende Kombination, aber dass Morgana und X-Packy auf seiner Kayle das eben noch überleben konnten, ist unglaublich. Und wir sehen genau auch an den Item-Builds, wo Fnatic ihren Fokus hinlegt. Und das ist das Early Game. Lulu hat 3 Dorans Ringe, Kayle hat 2 davon und ich meine, ja, Reckless hat sowieso mit der Dorans Klinge angefangen. Aber trotz all diesen Items und trotz der Art und Weise, wie sie sich aufs Early Game konzentrieren, haben sie nicht die Chance, wirklich große Vorteile zu erarbeiten. Sie liegen 400 Gold hinten, es steht 1-1 im Schirm. Sie haben, sind einen Kill hin und Zyra alleine kann hier in der Mitte in den Turm verteidigen. Es sieht einfach gerade überhaupt nicht gut aus für Fnatic. Ja, das ist halt das Problem. Man sieht Twitch, ganz normal natürlich, Klinge ist gestürzt und König ist sein Ziel. Ja, so will natürlich ganz, ganz schnell die Zeitpunkt erreichen, wo er seine wichtigen Items hat. Toplane, Shyvana ist jetzt hier auch sofort auf den Megaton gegangen, weil er natürlich 3 Champions spielt, die AP-Schaden machen. Und das sind alles Items, die ihm später noch was bringen. Dorans Ringe bringen halt im Verlauf des Spiels einfach nicht mehr viel. Der Drache geht immerhin dafür an Fnatic. Das war perfektes Timing. Bengi hat gerade mit extrem wenig Leben seinen Red Buff gemacht. Fnatic hat ihn kurz davor gesehen, das heißt, sie wussten, er hat wenig Leben und würde wahrscheinlich seinen Red Buff machen wollen. Das heißt, sie haben gesagt, hey, das ist perfektes Timing. Wir gehen zum Drachen, holen ihn uns und sind damit nur noch 100 Gold hinten. Ganz, ganz wichtig. Endlich nach 11 Minuten ein kleiner Vorteil immerhin. Und jetzt sitzen sie hier zu dritt und wollen Piglet unbedingt haben. Das Problem ist, die dunkle Bindung von Morgana kann ihn gerade nicht treffen. Er muss sich noch etwas schlechter in die falsche Position bringen. Cyanide könnte da aber reinspringen, da er ja isoliert war. Jetzt Kumando mit dabei. Ja, und Piglet muss nach außen rausgehen und das heißt natürlich, dass er als einfacher Kill dasteht, wenn sie ihn jetzt nochmal sehen. Er probiert hier nochmal wegzukommen, ist jetzt unsichtbar. Kumando wird angegangen und gut in der Entscheidung von Piglet oben rum zu gehen, geht jetzt wieder zurück. Der Teleport kommt, wird er hier durchgehen. Yellowstar ist natürlich ein Ringes, nein, er wird abgebrochen. Jetzt kommt Bengi dazu und Cyanide läuft hier auf verlorenem Boden, probiert nochmal was zu machen. Er kickt jetzt rüber und der Faker kommt über die riesige Entfernung noch hinterher. Verrückt, wie weit er da rangekommen ist. Jetzt geht's weiter. Piglet ist nochmal reingekommen. Intervention auf Reckless. Reckless hat kein Mana mehr. Bengi-Angang schön gemacht jetzt. Und auch noch X-Backend mit einem Double Kill jetzt hier für Piglet. Und der holt sich den Triple Kill. Unglaublich. Piglet mit dem Triple Kill. Das ist vernichtend. Er ist jetzt 4-0-0 mit über 90 CS. Ja, so, es duelliert da oben noch Impact. Und der Teleport wurde abgebrochen, weil Impact gesehen hat, ey, sonst verliere ich den Kampf komplett. Aber einfach, Fnatic hat gedacht, sie hätten einen einfachen Kill. Twitch hat das Ganze irgendwie überlebt, ist zur Seite rausgelaufen, sehr schön gejuckt mit seinem Stealth dann. Und Fnatic hat eigentlich die richtige Wahl getroffen. Ihn kriegen wir nicht, konzentrieren wir uns auf Kumando. Haben sich umgedreht, dort immerhin den Kill geholt, waren dann aber so weit unter dem gegnerischen Tower, dass sie dafür Schaden genommen haben und waren danach nicht mehr in der Lage, wirklich den Kampf durchzuziehen. Wir sehen hier Pickle. Ah, nein, sehen wir doch nicht. Sehen wir vielleicht später nochmal. Erstmal Soul gegen Impact. Flasht hier rein, will natürlich aus dem Würgerang rauskommen, aber es reicht dafür für Impact einfach. Oh, doch nicht für Kumando, der den Kill holt. Hat er wieder aufgecheckt? Mit dem Ignite. Ah, mit dem Ignite, ja. Den Kill geholt. Aber wie du schon gesagt hast, unten, das war definitiv nicht gut. Und momentan hätte ich es auch ehrlich gesagt besser gefunden, wenn sie einfach probiert hätten, Twitch zu kriegen. Er hat kaum Zeit auf seiner Unsichtbarkeit. Der wird nach 3-4 Sekunden wieder sichtbar. Und einer reicht ja, wenn er unten lang geht und Weg abschneidet Richtung Kumando. Wenn der erst ein bisschen oben noch mitgeht, hätten sie ihn wahrscheinlich gekriegt. Aber gut, hätte, wäre, könnte, 6-1. 3K Gold Vorsprung schon für SKT. Genau, und SKT hat halt einfach so lange hinausgezögert, bis der Rest des Teams dazu kam. Als Faker dann da war, der hat jetzt einen Kill bekommen, damit wird er sehr glücklich sein. 30 CS liegt er sowieso schon vorne. Und sobald er dann Statix Stich hat, wird auch er immer erschreckender. Wir sehen schon Piglet. 27-8-30 bisher in diesem All-Star-Turnier. Er ist jedes Mal für sein Team da. Und ist jedes Mal, er stirbt relativ wenig für die längste Zeit, dann später in den großen Teamfights, wenn er wirklich gefokust wird, dann stirbt er ab und zu mal. Aber selbst dann kriegt sein Team dafür so viel mehr Vorteile, als es sie kostet. Und es ist einfach so wichtig, dass er das immer und immer wieder durchbringt und all die Kills hat. 4-0-0, Klinge des gestürzten Königs und schon die Beinschiene des Berserkers. Über 100 Farm, ganz, ganz easy mit dabei und SKT hier in voller Kontrolle. 2.500 Gold, fast die 3.000 Goldgrenze geknackt. Fnatic
schon jetzt eigentlich so weit hinten, dass sie kaum noch was machen können. Das ist halt wirklich das Problem. Jetzt sieht man, Soas hat sich immerhin den übergroßen Stab geholt. Das heißt, er hat natürlich den ganzen Schadensbonus. Bengi ist jetzt allerdings da. Soas ist weit raus. Impact geht jetzt schon rein. Sie wollen hier Soas auf jeden Fall. Bengi schön über den Pink Wall sogar reingegangen. Soas jetzt hier mit seinem Wildfuchs sich nochmal zu schützen. Glitterlanze trifft hier auch. Allerdings nicht Impact, der nochmal ranläuft. Bengi hat aber schon 4 Schaden gekriegt. Soas sollte da nicht eigentlich durch den Tauchen verfolgt werden. Aber Pickle ist jetzt da. Jetzt gehen sie auf X-Packe. Faker will hier rankommen. X-Packe jetzt schon so viel Schaden kriegt. Muss hier die Intervention nutzen. Faker hat noch volles Leben. Geht jetzt hier rein, holt sich den Kill. Nein, Pickle holt sich den Kill. Und SKT nutzt hier den Twitch auch wieder perfekt. Und mal wieder, es ist immer das gleiche, Twitch kommt zu nah ran, holt sich dann den Kill und das ist das 7-1 und der innere Turm in der Midlane. SKT lässt Fnatic überhaupt keine Chance, hier noch irgendwas zu tun. Lee Sin ist stark, Faker ist stark mit Yasuo. Shyvana jetzt schon die ganze Zeit einen Vorteil gehabt, sie baut Druck auf der Toplane, Soas kann nicht dagegen halten. Das gesamte Team von Fnatic ist immer nur in der Defensive und es ist das gleiche Problem, das sie immer haben. Sie verlassen sich auf Picks mit der Morgana, mit der Kayle. Sie haben kein Engage, das heißt, sie können nicht mal irgendwas gegen SKT machen. Ja, und die sind jetzt hier zu viert oben und das wird das Ende für Soas. Der kann auch probieren, vielleicht Bengi rauszunehmen, wenn er es schafft. Oh, Bengi. Ne, keine Chance. Piglet ist auch schon inzwischen so unglaublich stark. Er hat einfach nur versucht, so viel Zeit wie möglich zu verschwenden, damit X-Packe mit noch rankommt. Zusammen mit Cyanide sind sie im Jungle, aber auch das wird zu spät sein. Da ganz locker von Bengi, der ist rausgekommen. Pumandu kommt hier wahrscheinlich noch weg, wobei Kayle könnte mit ihrem Q noch mal rankommen. Aber ich glaube, selbst dann ist der Rest von SKT noch nah genug dran, um dort auszuhelfen. Da jetzt ist Q. Und es sieht so aus, als ob der Rest des Teams Pumandu völlig allein lässt, Impact gegen Cyanide. Ja, aber trotzdem, die Intervention hat er jetzt nochmal gezogen, weil er selbst schon so viel Schaden macht und vor allen Dingen, weil X-Packe so unglaublich wenig Leben und Resistenzen hat. Und jetzt ist Piglet da. Piglet ist auf der Jagd. Der läuft hier ganz, ganz schnell rein. Der will nochmal das Gift auf Cyanide kriegen, kommt aber nicht mehr ganz ran. Und dementsprechend können die beiden sich jetzt hier einen Kill abstauben und damit sogar sicher wieder zurückgehen. Die großen Items für SKT sind aber schon fast da. Shyvana baut sich die Klinge des Geschütz für dich. Sie hat dabei 1 gegen 2 Faker. Reckless macht so, kriegt so viel Schaden. Faker ist noch mit vollem Leben dabei. Die Windwall zieht jetzt hier auch perfekt. So, es wird rausgenommen werden. Faker kriegt hier den ersten Kill. Die Bindung hilft ihm dann nicht mehr. Die trifft gar nicht. Und Faker gegen 2 Leute ohne Probleme. Hat sogar noch den Bildfuß bekommen. Und die hat gar keine Angst. Cyanide ist da. Er weiß, dass Yellowstar auch da ist. Ignoriert er völlig. Ganz genau, Faker. Also jetzt schon an der Stelle, wo er 1 gegen 2 Duelle problemlos austrägt, vor allem gegen den gegnerischen AD Carry und Toplaner. Die beiden haben selbst zu zweit überhaupt keine Chance dagegen zu bestehen. Dabei hat Faker bisher eigentlich nur einen Gegenstand. Er hat nur Static Stich und das alleine reicht schon. Das ist Fakers großer Power Spike auf dem Yasuo. Wir sehen es hier nochmal. Sehr schön gemacht. Erst auf Reckless, dann mit dem Ultimate rein. Wildcross kommt und sofort wechselt er das Ziel. Windfall ist so schön positioniert, dass mehrere Auto-Attacks von Reckless nicht mehr ankommen und dann natürlich die dunkle Bindung kommt nicht an. Stattdessen Faker mit noch einem Wirbelsturm ganz easy hier den Kill geholt und das wird auch der Drache sein. Das heißt, der Goldvorteil wird jetzt gleich noch viel größer werden als 4000, die sie eh schon haben. Das macht halt SKT wirklich gut. Sie sind immer eigentlich einen Schritt voraus. Sie sind oben zu viel gewesen, da war noch Cyanide gar nicht da oder X-Packe. In der Mitte Faker weiß, er kann 1 gegen 2 reingehen. Kriegt den Kill und das machen sie momentan einfach besser. Sie sind immer da, wo sie sein müssen und lassen Fnatic immer hinterher hecheln. Fnatic muss immer gucken, dass sie hinterherkommen, was SKT macht. Und das ist halt keine Situation, in der man wirklich gewinnen kann, wenn man darauf reagieren muss, was ein anderes Team macht. Vor allem, genau, wenn es ein Twitch ist. Und Fnatic ist eben immer nur reaktiv. Sie haben auch viel zu wenig Sicht in ihrem eigenen Dschungel, können dann nicht wirklich mithalten dann mit den Bewegungen von SKT. Und selbst wenn sie es wüssten, haben sie keinen Engage. Sie haben im Endeffekt nur die dunkle Bindung von Morgana und das war's. Oder Kha'Zix versucht direkt reinzuspringen. Abgesehen davon bietet sich ihnen extrem wenig. Sie hätten noch Lulu mit der Glitterlanze oder Kayle mit ihrem Q. Aber nichts davon ist wirklich ein verlässlicher, realer Engage. Und das macht es ihnen unendlich schwierig, selbst in ihrem eigenen Dschungel, selbst wenn sie wissen, wo die Gegner sind, da irgendwas anzurichten. Die Sache ist, Piglet hat schon fast hier den Status erreicht, wo er im Prinzip Cyanide aussuchen kann und mal anklopfen kann und ihn einfach rausnehmen kann. Er ist 6-0. Jetzt geht Faker hier wieder rauf. Soas kriegt so viel Schaden, muss sofort Wild ziehen und rausrennen. Yellowstar ist jetzt in der Nähe, aber auch Piglet lauert schon. Er lauert nur darauf, dass irgendjemand probiert zu engagieren. Jetzt der Flash jetzt hier von Yellowstar. Faker bewegt sich einfach gar nicht und weicht damit Yellowstar aus. Seelenfesten jetzt hier gezündet. Sie wollen Faker haben. Er schöpft auch rausgenommen. Faker flasht jetzt raus und so viele gute Bürgerranken hier mittendrin. Das ist richtig perfekt. Und immer noch Piglet am Schießen. Durch alle den Kampf durch. Das ist der Double Kill. Und SKT T1 räumt richtig auf. Immerhin hat Lucian Bengi gekriegt, aber das ist 1 zu 3. SKT wieder wunderbar mit dabei. Fnatic dachte, sie hätten endlich den Pick, den sie die ganze Zeit brauchen. Sie haben Faker gesehen, wie er alleine war. Und es war der Flash
Engage von Morgana und sie trifft die dunkle Bindung nicht. Das ist genau das Problem. Sie ist unzuverlässig. Wenn der Gegner einfach zur Seite geht, trifft es nicht. Dann haben sie versucht, mit den Seelenfesseln reinzukommen. Faker dasht erst weg zu Cyanide, flasht dann, um das ganze Ding loszuwerden und die nur gehangen. Grandios. Alle drei getroffen. Da ist der erste Kill. Zwischenzeitlich natürlich Reckless hinten immerhin einen abgeholt. Aber Faker überlebt das ganze. Double Kill für Twitch. Und dann nochmal einer für Impact ganz am Ende. Und das wird der Baron sein für SKT. Und noch ein Turm oben drauf. 12 zu 3. 8000 Gold. Nach gerade mal 19 Minuten. 4 zu 2 in Turm. Ich glaube nicht, dass Fnatic in diesem Spiel nochmal irgendwann eine Chance hat. Und ja, X-Pack muss einfach wegflashen. Er hat keine Chance gegen Piglet. 8 zu 0. Nach 19 Minuten. Verrückt, also das ist so stark als Twitch. Und man sieht schon, der wird auch wieder richtig gefährlich werden. X-Packe musste sofort wegflashen und keiner aus dem Team von Fnatic darf alleine jetzt gegen Twitch gesichtet werden. Wenn Twitch irgendjemanden findet alleine, den snackt er sich weg. Das Problem ist, sie dürfen nicht alleine gegen Twitch sein, sie dürfen nicht alleine gegen Yasuo sein, denn wir haben schon gesehen, er kann 1 gegen 2 problemlos kämpfen. Im Endeffekt sogar 1 gegen 5, wenn man so will, denn im letzten Kampf hat er trotzdem alles überlebt. Aber Fnatic muss irgendwie gegenhalten gegen den Druck, den SKT aufbauen kann. Sie können Twitch in eine Lane schicken, Shyvana in die andere, Yasuo in die dritte. Und Fnatic muss sich irgendwie aufteilen, das heißt, irgendjemand wird alleine gegen diese Gegner sein. Und alleine dadurch hat Fnatic schon überhaupt keine Chance mehr, hier wirklich die Kontrolle über dieses Spiel zu behalten. Und werden auf jeden Fall auch die beiden inneren Türme in den nächsten 5 Minuten, 10 Minuten noch verlieren. Die einzige Chance, die sie haben, ist, dass SKT irgendeinen Fehler macht, wenn sie die Inhibitor-Türme wollen. Und dort dann Fnatic mit einem guten Kampf nochmal ein paar Kills kriegt. Das Ganze muss aber mehrfach passieren und wenn Zion halt einfach so gefunden wird, wird es auf jeden Fall nicht der Fall sein. Ja, kommt hier jetzt nochmal durch die Wand weg, aber trotzdem, da darf er einfach nicht stehen. Und das ist halt das Problem. Jetzt probieren sie, Piglet rauszunehmen. Piglet wird angegangen, kriegt viel Schaden, muss durch die Wand flashen. Cyanide kann jetzt hier allerdings nicht mehr machen, der Piglet unsichtbar ist und dementsprechend sich einfach schnell nach kurz an den Wölfen hochheilt. Und eigentlich sollte Fnatic wirklich zusehen, dass sie nicht zu viel verlieren, noch jetzt. Und probieren, vielleicht unterm Turm einen Kampf zu kriegen. Denn eine Siege-Kombo hat SKT wirklich nicht. Sie können nicht irgendwie einen Turm belagern, groß. Sie können mit den Pflanzen immer was probieren, immer wieder mit den Wirbelstürmen. Aber im Prinzip, oh, das war bitter. Das Gefängnis ist noch durchgegangen, die Bindung. Aber trotzdem, ja, im letzten, ich glaube, halben Sekunde, eine Sekunde, ist man unverwundbar auf jeden Fall. In der letzten halben oder Viertelsekunde, also es ist ganz wenig. Aber, wie du schon gesagt hast, da ist man unverwundbar. Das heißt, Pumandu konnte da ganz locker dann noch rauskommen. Oder ganz knapp, sagen wir so. Das Problem ist, SKT muss nicht siegen. Sie müssen keine Belagerung durchbringen, denn wenn sie an so eine Situation kommen, gehen sie einfach rein. Sie sind inzwischen so weit vorne, dass Shyvana reinspringt, darauf dann der Yasuo holt und dann natürlich noch Twitch über alles drüber. Impact gegen Soas. Impact gewinnt das relativ deutlich. Jetzt schon, Twitch kommt mit dazu. Flash von Soas hält ihn diesmal noch in Sicherheit. In einer Minute ist Dragon wieder am Leben. Baron kommt auch irgendwann wieder, aber bis dahin hat SKT so viel Kontrolle auf der ganzen Karte. Und der einzige Fall, wo dieser Easy Engage mit der Shyvana nicht möglich ist, ist unter den Inhibitor-Türmen, wo es doch sehr weit in die Fnatic-Basis reingeht. Denn an den Inneren kann Shyvana immer außen rumgehen und von hinten plötzlich den Engage reinlegen. Ja, und das Problem ist jetzt auch, Faker hat jetzt die Klinge der Unendlichkeit. Mit dem Statikstich ist so viel Schaden, wenn jetzt wirklich einfach Shyvana raufkommt. Oh, Yellowstar kriegt so viel Schaden. Bengi geht hier einfach rein. Intervention wurde gezündet. Bengi jetzt hier im Bedrängnis, kommt aber wieder raus. Seelenfesseln haben da nichts gebracht. Und das ist einfach viel zu viel, vor allen Dingen, weil Impact noch gar nichts gemacht hat. Der hat natürlich jetzt die Chance, demnächst was zu machen. Jetzt sind sie hier am Turm und Twitch, Piglet ist noch voll dabei. Faker auch mit vollem Leben, probiert hier irgendjemand zu kriegen mit dem Wirbelsturm. Jetzt kommen die Wirbelranken, nehmen hier jetzt jemanden hoch und sofort geht Faker rein. Keine Chance, X-Faker ist rausgenommen worden. Cyanide hier auf Pumandu, das ist das falsche Ziel. Faker immerhin weggenommen. Faker, nein, er überlebt es. Faker kommt hier raus, verrückt. Und jetzt holen sie sich hier sogar noch Cyanide mit Bengi. Und Yellowstar hat sich Impact geholt. Aber das auch nicht derjenige, der eigentlich den Kill kriegen sollte. Good Guy Impact hat da doch so viel von dem Culling einfach aufgefressen, damit Faker am Ende alles übernimmt. Also insgesamt 2 zu 1 und der Turm ist noch am Leben. Oh. Das war so gut, wie es für Fnatic irgendwie wird. Reckless muss das hier jetzt noch überleben können. Kriegt da auch gerade so hin. X-Packy ist sehr schnell gestorben. Er hatte die Intervention nicht und sie haben einen lockeren Engage auf ihn hingekriegt. Das Gute war, Faker hat nur X-Packy getroffen und sonst niemanden. Oh, Pumandu, das ist fast gefährlich, aber das Ganze wird er auch noch überleben können. Muss jetzt natürlich einmal nach Hause gehen. Der Kampf ist so gut ausgegangen, wie es für Fnatic irgendwie sein kann. Wir sehen, hier kommt dann gleich der Engage auf X-Packy mit dem Bürgerrang. Nur er wird getroffen, Faker geht rein. Ab jetzt aber dreht sich das Ganze um, weil Lulu mit einem sehr guten Polymorph mit dabei war. Die Glitterlanze danach und jetzt das Culling fast durchgegangen ist. Impact gerade noch davor gestanden, hat das Ganze aufgesaugt und hat damit seinem Midlaner immerhin zur Flucht geholfen. Ja, Faker wollte jetzt hier reingehen, aber, oder er gesagt, wollte nicht reingehen, wollte hier weggehen, so rum.
wurde ein bisschen aufgehalten. Und vor allen Dingen wieder das Wildwuchs sofort dafür gezündet. Also sie haben einfach so viel Angst, wenn Faker seinen Wirbelsturm trifft, haben sie so viel Angst, dass es sofort vom Source des Wildwuchs kommt. Einfach weil sie wissen, wie viel Schaden er innerhalb von einer Sekunde machen kann, wenn er raufkommt. Und es war sehr, sehr gut eigentlich vom Timing, denn es war genau so lange der Knock-Up vom Wildwuchs, dass Faker keine Chance hatte, mit seinem Wirbelsturm seine Ulti drüber zu legen. Er kann es ja nur machen, während der Gegner in der Luft ist. Das heißt, das Fenster ist sehr, sehr kurz, gerade bei seinen eigenen Wirbelstürmen, die er nicht besonders lange in die Luft werfen, nicht so wie die Stranglethorns, die das, glaube ich, ganze anderthalb Sekunden machen oder eine Sekunde. Insofern war es für ihn an der Stelle viel, viel schwieriger und Lugo hat das gerade nochmal so vermieden. Aber wir sehen, der ganze Jungle von Fnatic gehört SKT. Sie hier jetzt zu dritt gegen das ganze 5-Mann-Team von Fnatic. Und Bangy wird jetzt hier gefangen sein, steht aber auch schon viel Schaden raus. Faker ist jetzt auch noch da. Immerhin kein Piglet in Reichweite. Jetzt die Seelenfesseln. Gar nicht effektiv. Faker hat Zeit rausgenommen. Geht jetzt hier hinterher. Holt sich hier den Kill. Jetzt gehen sie weiter. Komm jetzt hier rein. Faker auf Expecke drauf. Macht viel Schaden. Kriegt selbst aber auch was. Aber der Crit hier. Double Kill für Faker. Und oben Soas und Yellowstar. Verlorene Posten sind da zwischen zwei Türmen. Jetzt kommt langsam Piglet auch mal hin. Ne, der will sogar in die Mitte. Während sein Team ihm hier Zeit kauft. Und, ne? Jetzt kommt sogar sein restliches Team, also sie wollen hier ganz entspannt den Turm nehmen, während sie viel, viel Schaden schon auf Fnatic gemacht haben. Und Expecke ist nicht mal dazu gekommen, seine Intervention noch zu zünden. Er hat den Crit wahrscheinlich nicht erwartet, das deshalb also überhaupt nicht geschafft, war in dem Kampf mal wieder völlig nutzlos. Cyanide natürlich auch an der falschen Stelle. Sie haben wieder gedacht, sie hätten den Pick, den sie brauchen gegen SKT. Haben es probiert und es ging wieder massiv nach hinten los. Impact ganz easy unter dem Tower, Piglet kommt dazu, das wird ein Kill auf Soas sein und danach ist der Baron in 20 Sekunden wieder am Leben. Auch den wird SKT, so wie sie gerade spielen, so viele Wards, wie sie im gegnerischen Jungle haben, ganz, ganz einfach holen können. Ja, Good Guy Boomandu, der sichergestellt hat, dass sie den Kill kriegen, der wäre sonst eventuell noch weggekommen, natürlich, also ganz sicher. Nein. Jetzt hier Faker auf Yellowstar, der Intervention wurde schon gezündet und Faker kommt perfekt rein. So viel Schaden von ihm wird hier noch rausgenommen, aber ein Double Kill gegen 4. 2 gegen 4 und er hat 3 Leute mit seinem Ultimate und seinem Wirbelsturm getroffen. Dadurch tauscht er dann natürlich praktisch 2 gegen 1 aus an der Stelle und Lulu war ja eh noch tot. Das heißt, das wird hier der Inhibitor sein. Piglet und Pumandu sind da, ziehen sich sogar etwas zurück. Sie haben noch Angst vor Reckless und Lee Sin und Shyvana sind natürlich nach Hause gegangen. Baron ist aber am Leben, das heißt, sie wollten da das Ganze jetzt sicher runterspielen, nicht unbedingt da noch einen Kill aufgeben, denn wenn sie jetzt gleich wieder in die Lane kommen, können sie ganz einfach Baron machen. Sie sehen hier nochmal Faker in einer dunklen Windung vorbei. Da ist die Intervention auf Morgana. Das ist nicht das Ziel, das es braucht. Und jetzt der Wirbelsturm. 3 Leute getroffen. Die Intervention ist vorbei. Er kommt wieder nach unten. Holt noch den Kill auf Morgana. Und jetzt noch Pekke hinterher. Unglaublich. Und das ist der Zeitpunkt, wo man wirklich sagen muss, das sieht ziemlich düster aus. Wenn Yasuo 1 gegen 4 gewinnt. Gut, Cyanid ist später hinterhergekommen. Aber trotzdem, 1 gegen 3 und dann noch 1 gegen 4. Das ist unglaublich. Und er ist nicht mehr derjenige, der die meisten Kills hat. Piglet hat sogar noch mehr. Piglet ist bei 8-0-3 mit 200 Farm und wir sehen auch, wo das Problem von Fnatic lag. Es war nicht in der, also nicht nur in der Botlane. Reckless ist 1-1-2 und Morgana ist 1-3-3. Aber Kayle 0-6-3, Soas 0-5-0, da sind zu viele Kills verloren gegangen, da haben sie zu viel aufgegeben, was dann natürlich von Yasuo und Twitch vollkommen ausgenutzt wird. Und wir sehen auch, wer dabei mitgeholfen hat. Hier Pumandu. 2-2-12. 14 von 19 Kills ist er dabei gewesen. Und es ist so wichtig für sein ganzes Team, dass sie das bekommen haben. Denn dadurch sind sie so weit vorne, dass sie hier ganz easy den Baron machen können. Shyvana ist unten in der Botlane, hat noch den Teleport. Könnte dazukommen. In 2 Minuten ist auch Dragon wieder am Leben. Aber ich glaube, der interessiert zu dem Zeitpunkt schon gar keinen mehr. Ja, SKT hat jetzt natürlich auch noch einen schönen Bonus gekriegt. Dadurch, dass sie Baron haben, können sie jetzt auch noch viel stärker kämpfen. Und viel besser noch durchgehen mit Shyvana zusammen. Und das ist bitter. Impact hier ignoriert das völlig, geht gegen 2, gegen Expecke rein, zieht hier sogar noch was erschöpfen. Expecke verfolgt ihn da. Oh, das war keine gute Idee. Piglet ist jetzt da, holt sich den Kill. Jetzt geht's hier weiter auf Yellowstar. Yellowstar muss rausflashen. Piglet probiert hier herzukommen mit Impact. Und von unten will noch jemand rankommen, denn da ist ein Soas zu holen. Bank geht jetzt hier rauf mit Pumandu. Jetzt kommt Cyanide zur Unterstützung, aber viel zu spät. Muss jetzt hier wieder rausgehen. Und sofort Bank mit einem schön gezielten Coup hinterhergegangen. Und das sollte auch das Ende für Cyanide bedeuten. Und jetzt ist SKT mit dem ersten Spiel durchgerannt. Ganz genau. Lulu wurde zwischenzeitlich in der Basis noch getötet. Jetzt ist auch der K6 gefallen. Die Nexus-Türme sind tot. Faker holt hier den Nexus. Das ist das erste Spiel für SKT in diesem Best of 3. 1-0. Und ihre Composition war perfekt. Sie haben alle Stärken ausgenutzt, sie haben die frühen Vorteile bekommen, mit denen sind sie dann durchmarschiert und das haben das Gegnerteam einfach nur demoliert. Fnatic hatte keine einzige Atempause und hatten die gleichen Probleme, die sie auch sonst haben. Sie verlassen sich auf einzelne Picks, die haben sie nicht bekommen, also wurden sie auseinandergenommen. Und man sieht halt auch,
nicht nur, dass sie sich darauf verlassen, sondern dass sie auch halt wirklich das extrem probieren zu kriegen. Sie setzen sich selbst damit auch unter Druck, dass sie immer wieder probieren. Weil, das hat man schon in vielen Spielen gesehen, die Situation, die für sie teilweise verloren gegangen sind, gegen das Team von Cloud9 zum Beispiel, waren, weil sie unbedingt den Kill holen wollten, weil sie unbedingt die Picks holen wollten. Gut, es war natürlich nicht ganz klar abzusehen, dass sie das da unbedingt in dem Moment verlieren. Aber sie wollen es halt immer und immer wieder. Und manchmal ist es einfach keine gute Idee. Manchmal ist SKT zu weit vorne. Aber das liegt eben auch daran, dass ihre ganze Komposition darauf beruht. Sie haben keine eigentlichen Engages. Das heißt, sie brauchen die Picks. Und wenn sie die Picks nicht haben, haben sie gar nichts. Dann können sie nur versuchen, irgendwie die Lanes zu farmen. Und das gegen ein Team wie SKT, das sich nebenbei die Drachen holt, den Baron holt und einfach in deinem eigenen Jungle lebt und dann zu deinen Buffs geht, reicht das nicht. Die Lanes alleine reichen nicht, um das Spiel zu gewinnen. Sie kriegen keine Tower, sie kriegen keine Teamfights, jedenfalls keine, die für sie gut ausgehen, weil sie eben kein Engage haben und selber sich die Kämpfe nicht aussuchen können, sondern immer nur auf das reagieren, was der Gegner macht. Fnatic liegt von Anfang an hinten und hat eben so wenig Mittel, um irgendwie zurückzukommen, solange das Gegnerteam nicht riesige Fehler macht. Und ich glaube, ich muss sagen, im Namen von allen, ich möchte nicht, dass SKT in meinem Jungle lebt. Also das ist keine schöne Sache. Die Frage ist, wie willst du es verhindern? Du hast eigentlich kaum Chancen, dagegen zu arbeiten, denn wenn ihre Lanes selber so stark sind und deine eigene Botlane praktisch in der Lane gefangen ist, um weiterhin Minions zu farmen, kann deren Botlane dazukommen zu dem Blue Buff und ihren Jungler unterstützen, deine eigene nicht. Und alleine dadurch bist du immer in der Unterzahl und musst dich praktisch immer nur verteidigen und das geht schief. Punkt. Ja, Punkt. Also im Endeffekt, Fnatic muss sich jetzt während der Pause auf jeden Fall was Neues überlegen. Und ich glaube, das war auch ein Problem. Sie haben sich einfach nicht wirklich was großartig Neues überlegt. Und SKT hat schon so ungefähr irgendwas erwartet von Source. Man kennt es ja ganz gerne, mal AP-Top spielt. Vor allen Dingen auch Lulu hat er letztes Mal auch gegen Lissandro gespielt. Also da waren jetzt auch keine großartigen neuen Sachen dabei. Und von daher ist es genauso abgelaufen, wie es vorhin auch im Interview gehört haben. Wenn SKT das kriegt, was sie kennen, sind sie fast unschlagbar. Bevor wir uns das zweite Spiel in dieser Series angucken, geben wir beide nochmal ab und gehen selber in eine kurze Pause.